Den Pokal in den Händen und ein breites Grinsen im Gesicht. Auch im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt war Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang der Sieggarant für Borussia Dortmund. Der Gabuner erzielte in seinem möglicherweise letzten Spiel für den BVB das Siegtor zum 2:1 per Foulelfmeter und schoss Dortmund zum insgesamt 4. Pokaltitel. Nice feeling tonight. Klasse Gefühl. Wir genießen es. Jeder ist glücklich und somit sind wir auch glücklich. Heute Abend Party, mein Freund. Unglaublich. Es war irgendwie doch ein sehr schwieriges Spiel, aber wir haben es am Ende gewuppt und ich denke, morgen übermorgen fragt keiner mehr, wie das alles zustande gekommen ist, sondern nur, wer den Pott geholt hat. Marco Reus war der tragische Held des Abends. Der Nationalspieler musste zur Halbzeit mit Kniebeschwerden raus. Es droht die nächste lange Verletzungspause. Trotzdem überwog bei ihm die Freude über seinen ersten großen Titel. Bis dahin war es jedoch ein hartes Stück Arbeit. Nach der frühen BVB-Führung in der 7. Minute kam Frankfurt eindrucksvoll zurück und sorgte bis zum Schlusspfiff für ein spannendes Finale. Wenn man Finals verliert, dann ist man enttäuscht, das ist ganz klar, aber bei mir überwiegt der Stolz. Der Stolz, dass meine Mannschaft hier dem BVB alles abverlangt hat über 90 Minuten. Es war kein Spaziergang für den BVB, sie mussten sich strecken bis zur Decke. Aber unterm Strich, wenn man das alles irgendwo in einen Pott schmeißt, dann glaube ich schon, dass der BVB, oder bin ich mir sicher, dass sie da der verdiente Sieger sind. Und damit endete für Dortmund der Fluch von Berlin. Nach 3 vergeblichen Anläufen durften die BVB-Fans am Ende eines Pokalendspiels endlich jubeln. Doch in den schwarz-gelben Freudentaumel mischen sich die Spekulationen um die vorzeitige Trennung von Trainer Thomas Tuchel. Die Zeichen stehen auf Abschied. Tuchel selbst hat das Kapitel noch nicht abgeschlossen. Ich habe einen Vertrag und möchte den erfüllen, aber ich kann... Ja, es wäre jetzt auch natürlich, ich möchte nicht naiv erscheinen, natürlich scheint es, als wären die Gespräche ergebnisoffen, mindestens ergebnisoffen. Dieses Gespräch mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke soll zu Wochenbeginn stattfinden. Zuvor wird der BVB seinen 4. Pokaltriumph aber noch ausgelassen mit den Fans feiern.